Hallo, mein Name ist DJ Dragonfire und zusammen mit Aniax223 haben wir per Music Maker mal ein paar Versuche gestartet und haben unser erstes Lied draußen, das New Dawn heißt. Wir wollen von euch wissen, wie ihr es findet. Wahrscheinlich habt ihr auch ein paar Verbesserungsvorschläge für uns, was natürlich sehr gut wäre, da wir noch neu in diesem Gebiet sind. Also würde es mich freuen, wenn ihr euch trotzdem dahin begnügt, uns zu kommentieren, uns vielleicht auch ein Like zu geben und die Glocke zu aktivieren, damit ihr von neuesten Liedern direkt benachrichtigt werdet. Ich bedanke mich, mein Name ist DJ Dragonfire. Hallo, mein Name ist DJ Enyx und ich habe schon Chill and Bass oder Russian Techno produziert, was auch nur genial ist. Und in Kooperation mit Dragonfire haben wir dieses Projekt auf die Beine gestellt. New Dawn und Work and Go. Und dazu habe ich Dawn, von mir aus Dawn. Ich bin nicht gut mächtig in Englisch, aber ist auch Du bist der scheißegal. englischen Sprache nicht mächtig, das ist nicht scheißegal. So, weitermachen, gut, weitermachen. Aber auf jeden Fall, hoffentlich gefällt euch auch das Video, was ich dazu produziert habe und gemacht Ey, habe. das ist schon Und richtig nur 50 Kilometer vielen. entfernt von hier. Die Gut, Weitermachen. ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Lasst ein Like da, wie der Herr Dragonfire gesagt hat, und ein Kommentar, wenn es euch gefällt oder was ihr noch dazu sehen wollt. Auf Wiederhören.
Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich war hier auf der Limburg. Auf der. Oh, ich genieße einfach diese Aussicht. Die ist richtig genial. Die Limburg ist einfach schön. Wir waren vorhin auf diesem Turm. Oh, ich schätze, die ist schon so 100 Meter hoch. Aber das ist speziell an dieser. Um die 1000 Jahre. In 4 Jahren hat sie ihr 1000-jährigen Jubiläum. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Stück Geschichte von Bad Dürkheim. Das ist genial. Oh, Entschuldigung. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, auf weitere Sachen. Da steht die Höhe. 120 Meter bis der Turm hoch. Wir waren 120 Meter hoch. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen hier filmen. Und jo. Da ist ein bisschen Stück Geschichte. 1030. Juli 1030. Wahnsinn. Nee, es sind 10 Jahre 1000-jährige. Das ist. Nee, warte mal. Das sind mehr wie 1000 Jahre. Ist aber auch jetzt egal. Ich habe 2 nette Leute gefunden, kennengelernt heute. Namen sage ich nicht wegen Urheberrechte. Ah, hier war ich noch nicht. Guck, ich. Einen Moment, ich gehe nochmal rein. So, Freunde, hier ein bisschen Geschichte. Und zwar hier, wo wir uns jetzt befinden, befindet sich vom Kloster der Speiseraum. Die hatten eine sehr schöne Aussicht beim Essen. Und da oben ist der Bismarckturm. Ja, vielleicht zeige ich das nächste Mal. Hier sieht es aus, wie wenn hier eine Statue gewesen wäre. Aber das sieht genial aus. Mich erstaunt es, dass es 1000 Jahre alt ist, dieser Monument.
Dieses Monument ist 1000 Jahre alt. Das kann man sich kaum vorstellen, wie gut es erhalten ist. Ja. Und das sind mittelalterliche Lampen, ja, aus dem 12. Jahrhundert. Ich hoffe, das Video... Ja, ich musste noch mal rein, sorry. Ich war schon eigentlich schon draußen, aber... Und wollte eigentlich noch ein bisschen über diese Burg erzählen, weil ich einfach nur erstaunt bin, was für mittelalterliche Lampen hier gibt. Cool, guckt mal da, was ich gefunden habe. Eine mittelalterliche Steckdose. Die waren schon modern, ne? Wahrscheinlich hatten die schon als Hinrichtung hier elektrische Stuhl oder so, ne? Ja. Und meine Freunde, was sehr erstaunlich ist, was ich auch erfahren habe, ist, dass unter unseren Füßen Tausenden von Toten sind. Das ist gruselig. Das muss man bedenken. Wie viele Opfer hier von der Pest oder von ganz anderen Erkrankungen oder Hinrichtungen oder vom Krieg hier liegen. Aber hier, was mir aufgefallen ist, sind auch sehr viele zugemauerte Sachen. Da unten ist es spannend. Da unten, wo wir am Anfang des Videos waren, ich zeige euch mal kurz. Hier unten. Kann man heiraten. Das ist Wahnsinn. Da unten kann man heiraten. In der Krypta. Aber lass mich raus. Ah, ich bin im Gefängnis. Na, aber was? Sperrstuhl gemobbt. Und einfach nur Wahnsinn. Und das sieht aus wie eine Halle der Könige. Warte, ich gehe auch noch mal kurz. Wow, erstaunlich. Wenn ihr sowas mehr sehen wollt, dann lasst mir ein Abo da, schreibt es unten in die Kommentare und lasst mir ein Like. Man sieht sich. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Aussicht hier oben. Guckt euch das mal an. Aber da oben ist noch schöner. Das ist der Wahnsinn, wie alt diese Burg ist. Ich kann es nicht noch öfters erwähnen. 1000 Jahre, über 1000 Jahre ist die alt. Das ist die Burg, die Limburg in Bad Dürkheim. Aber hier sieht man ein paar Aufzeichnungen. Ja,
2030 so. Ja gut, das ist aber nur eine Schätzung. Hier steht ja 950 bis 1000. Das sah richtig genial aus. Schade, dass es nicht gut, besser gesagt, dass es komplett erhalten ist. Naja, was will man machen? Der Zahn der Zeit frisst jeden. Kann man nicht machen. Dann wünsche ich euch was. Ich mache mich auf den Rückweg. Wie gesagt, man sieht sich. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt, wie gesagt, dann schreibt es unten in den Kommentaren. Ciao. Das war der Burgbesuch von der Limburg. Und wenn ihr den Turm besichtigen wollt, habe ich auch erfahren vorhin. Entschuldigung, ich habe es total vergessen. Ja, ich habe es total vergessen zu sagen. Da müsst ihr in die Verwaltung da oben und euch einen Schlüssel holen und in den Katakomben. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass in den einen Raum, wo ich gezeigt habe, zum Schluss. Zum Schluss. Dass man dort. Entschuldigung. Dass man dort heiraten kann. Und das ist richtig romantisch und schön. Wenn ihr wollt, verlinke ich euch die Hardeburg unten in meinem Video. Und jo. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Ja, man schreibt sich. Schreibt es unten in die Kommentare, wie es ihr fandet. Ja, ich wiederhole mich, ich weiß. Jetzt warte ich auf den Bus. Und man hört sich wieder. Tülülü. Entschuldigung, ich bin kurz abgelenkt, weil ich muss auch auf den Verkehr achten, nicht nur hier bei euch babbeln. Ich hoffe, es hat euch die Tour gefallen. Sowas wird öfters kommen. Ich bin daran überlegen,
ob ob ich sowas öfters mache und ob es auch sogenannte Unterwasseraufnahmen geben wird. Ich bin DJ Anyx. Natürlich wird mit meiner eigenen Musik drunter gelegt. Das werde ich euch auch nochmal verlinken. Mit Magix 2020. Und was gibt es noch zu sagen? Ich werde jetzt erstmal nach Hause gehen und werde dieses, wenn ihr das Video seht, schön bearbeiten. Und wünsche ich euch wirklich, wirklich, Entschuldigung, ich habe geguckt auf die Aufnahmezeit, wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr wissen wollt, wo diese Burg ist, wie gesagt, ich verlinke es euch unten. Und zwar hier ist die Bushaltestelle. Dann müsst ihr die Schilder da oben folgen bis zur Burg da oben. Und dann überzeugt euch selbst, wie es da schön da oben ist. Und mit diesen Abschlussworten wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nehmen wir die wieder. Die Limburg, wo wir waren. Ich kann es wirklich. Ich kann nicht meine Hand in. Nicht loslassen. Die ist einfach nur wunderschön. Die Limburg. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Nach Bad Dürkheim. Den Wald wieder hoch. Und dann nach Hause. Nach Hause. Nach Hause. Ich war jetzt in Hausen. Bei Hardeburg. Stadtteil Hardeburg. Landkreis Bad Dürkheim. Und ich freue mich schon, wenn das Video hochgeladen wird und bearbeitet ist.